Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Neuvorstellung aus dem Hause Spinnaker. Heute schauen wir uns die Hull California Edition SP5071 an, in der farblichen Ausführung 03. Es wird von der Uhr insgesamt 5 Modelle geben. Die 01 mit silbernem Gehäuse und hellbraunem Lederband. Dann eins mit silbernem Gehäuse und schwarzem Band. Dann hier mit schwarzem Gehäuse und braunem Band. Und dann wird es noch 2 Special Editions geben, wovon wir uns eine im nächsten Video gleich anschauen werden. Jetzt aber hier zur California Hull in der Ausführung SP5071-03 mit mal einem schwarz-metallig lackiertem Gehäuse. Sieht man auch nicht so oft. Meistens sind sie dann matt schwarz, aber hier mal schön schwarz-metallig. Richtig hochwertig. Edelstahl-silberner Rand um den Glasboden, welcher ein bisschen einen Blick auf das Automatik-Uhrwerk gibt, ist aber auch nicht so dramatisch, denn das TMI Seiko NH35 kommt hier unfuziert, also nicht so schlimm, wenn man nicht so viel davon sieht. Was an der Uhr aber natürlich das interessante Designmerkmal ist, ist eben das Ziffernblatt mit der Gestaltung mit dem Boden her. Ich hielt es zuerst für eine, ich hoffe man kann es einfangen hier, für eine Mondlandschaft, aber es soll Granitfels darstellen. Eine schöne, ungleichmäßig strukturierte, matt-schwarze, aufgeraute Oberfläche, die Granit darstellen soll. Und hier natürlich so ein Art Deco-Design-Element, genannt California, mit einer Mischung aus Indizes, römischen und arabischen Zahlen. Das sieht man momentan wieder etwas mehr. Grad Nomos hat vor kurzem auf der Baselworld wieder ein Modell vorgestellt, was auch auf dieses alte Design zurückgreift. Das ist nämlich nichts Neues. Das Neueste stammt so aus den frühen 30er Jahren und wurde erstmals an einer Rolex vorgestellt. Mal arabische und römische Ziffern zu mischen. Im oberen Teil haben wir die römischen, die 1 und die 2, die 10 und die 11, 4, 5, 7, 8 und den arabischen Ziffern. Außenrum haben wir noch eine schöne Railway, Spinnaker Logo, unten den Automatik-Schriftzug mit 330 Feet bzw. 100 Meter Wasserdichtheit. Haben wir dann auch schon die Information zum Gehäuse. Es hat eine verschraubte Krone und ist 100 Meter wasserdicht. Wir haben einen Durchmesser von 42 mm, eine Höhe von 12 und wir haben hier ein schön gedomtes, entspiegeltes, konvexes Mineralglas. Was einen aus jedem Winkel sehr guten Blick auf das Ziffernblatt zulässt. Verbaut ist wie immer bei Spinnaker ein TMI Seiko NH35. Sehr gutes, einfaches Allround-Werk, hat eigentlich alles, was man braucht. Wie gesagt, in dem Fall verschraubte Krone. Wir haben dann, wenn man sie aufschraubt, gleich einen Handaufzug und diese Werke laufen wirklich super fein. Wir haben beim ersten Klick die Möglichkeit der Datum-Schnellfeststellung. Das ist auch sehr praktisch, wenn sie mal länger gelegen ist und man muss einige Tage nachstellen. Und wir haben natürlich für ein sekundengenaues Einstellen einen Sekundenstopp, welcher uns dann ermöglicht, die Uhr sekundengenau einzustellen. Also TMI Seiko NH35, voll ausgestattetes Automatikwerk. 24 Lagersteine. Über 40 Stunden Gangreserve. Das reicht für so eine einfache Uhr. Am Boden haben wir dann noch stehen Water Resistant, auch nochmal 100 Meter. Die Modellbezeichnung ist nochmal drauf. SP5071 Automatic Movement und All Stainless Steel. Wird also immer komplett mit Stahl und diesem Werk gearbeitet. Mineralgläser und
Superluminova auf den Zeigern, Indizes, römischen wie arabischen Zahlen. Und ich finde, wir haben hier einen schönen Kontrast von diesem matt-schwarzen Granit-Oberflächenzifferblatt zu diesen gelb-goldenen Indizes, Zahlen und Zeiger. Das lässt sich richtig gut ablesen, am Tag wie auch im Dunkeln, dann mit den nachleuchtenden Ziffern, Zahlen, Indizes und Zeiger. Sie lässt sich auch wieder hervorragend gut verschrauben, gut greifen. Ich finde, es ist sehr schön scharfkantig, die Riffelung, damit man sie auch, wenn sie mal festgezogen ist, leicht wieder öffnen und auch wieder leicht festziehen kann. Es bleibt also schön an der Krone hängen und rutscht nicht so drüber hinweg. Wir haben beim 42er Gehäuse einen großen Bandanstoß von 22 mm, was natürlich hervorragend ist, um da eigene Bänder tauschen zu wollen. Da für 20 und 22 mm hat man ja wirklich die größte Auswahl an optionalen Bändern. Ich muss aber sagen, die Spinnaker-Bänder sind wirklich nicht schlecht. Die haben jetzt auch komplett Eigenserie. Die werden jetzt auch von denen hergestellt. Man kann auch eine ganze Serie von Bändern einzeln kaufen. Und die sind wirklich top verarbeitet. Gerade hier dieses schwere, massive, wasserresistente Lederarmband. Also das macht auch nichts, wenn ihr mit der mal baden geht. Da löst sich das Band nicht gleich auf. Das ist wirklich sehr dick gehalten. Also sehr massiv. Schön vernäht. Hier unten noch schön mit Ziernaht. Wir haben ebenfalls eine schwarze Edelstahl-Dornschließe. Zwei Schlaufen. Hier nochmal alles schön vernäht. Und nochmal ein schwarzer Leder auf der Unterseite und der Rest so antikbraun mit hier rechteckigen Löchern. Also sehr massive Ausführung, ist natürlich jetzt noch brandneu, da ist es noch ein bisschen steif, aber ich denke, mit einigen Tagen Tragezeit und Körperwärme werden diese Armbänder, weil sie halt so stark sind, dann auch eben schön gerundet und passen sich dann dem Handgelenk schön an. Ich lege sie mal an. Wenn die Uhr dann die Tage auf den Markt kommt, werden sie unterschiedliche Preisgestaltungen haben. Je nachdem, ob man sich für ein silbernes, also die 01 oder 02 entscheidet. Dort ist es 5071er 01 und 2 wird $250 kosten. Und das mit dem schwarz lackierten Gehäuse und dem antikbraunen Armband wird eine unverbindliche Preisempfehlung von $275 haben. Da kann ich euch immer aber gleich den Tipp geben. Meldet euch beim Newsletter an. Dann gibt es nämlich für die erste Bestellung gleich mal 15% Rabatt. Und ist ganz ordentlich. 15% hast du sonst nicht immer gleich mal so für eine Newsletter-Anmeldung. Mal 5% oder 10% habe ich schon gesehen. Aber 15% für die erste Anmeldung, das ist echt in Ordnung. Ja, das Band ist hier wirklich stark und noch recht steif. Das muss ich erst ein bisschen eintragen. Wenn man es aber angelegt hat, sitzt das natürlich bombenfest. Ja, 42 lässt sich aber sehr angenehm tragen. Es ist schön alles gerundet. Man hat auch keine scharfen Kanten am Gehäuse. Sehr, sehr angenehmer Tragekomfort. Ja. Die Spinnaker Hull California Edition SP 5071 in der farblichen Ausführung 03. Und seid gespannt, im nächsten Video schauen wir uns noch die 04, eine der beiden Special Edition der neuen Hull California an. Dann sage ich an der Stelle schon mal danke fürs Einsehen, bewerten, kommentieren. Und allzeit gute Zeit und viel Spaß mit euren Spinnaker Watches. Bye bye, macht's gut.